Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Kevins Technikwelt. Heute geht es weiter an unserer Blockbandsäge und zwar bauen wir die Fahrbahn fertig und damit beginnen wir jetzt mal. Viel Spaß! So, dann legen wir mal los hier. Schmeißen wir jetzt die Fahrbahn an unseren Unterbau an. Das wollte ich erst mit Schrauben machen, aber das hat irgendwie, habe ich mich da vermessen und es hat nicht gepasst. So, jetzt haben wir die erste Seite fertig. Jetzt mache ich die andere Seite lose und ziehe die auf Maß und dann schweißen wir die auch an. So, dann beginnen wir mal mit der linken Seite. Hier die Winkel anzuschweißen und dann schauen wir mal weiter. Auf geht's! So, jetzt haben wir beide Seiten festgeschweißt. Und ausgerichtet und festgeschweißt. So, im nächsten Schritt müssen wir die Fahrbahn einmal ausrichten, um dann die Anschläge anbauen zu können, für das Holz gegenzulegen. Und das machen wir jetzt mal. So, nach dem Ausrichten der Fahrbahn haben wir jetzt den Sägekopf draufgestellt. Und als nächstes bauen wir die Stammanschläge an. Ja, dann machen wir hier mal den ersten Stammanschlag dran. Bei dem sind wir noch relativ flexibel, was die Position angeht. So rum. Müssen wir schauen. Ja, sehr schön, dann geht das schön da vorbei. Ich bin noch falsch rum. So rum muss er dran. So. So ist die Stelle schön. Gerade hier ein. So, jetzt habe ich ja hier vorne und da hinten einen Anschlag im passenden Abstand zur Fahrbahn angebaut. Jetzt habe ich mir hier zwischen eine Schnur gespannt. Jetzt kann ich die anderen drei Anschläge schon mal so sauber dazwischen schweißen. Ja, da haben wir die ersten fünf Anschläge schon mal angebracht. Jetzt fehlt noch die Nummer 6 und 7 und dann sind wir mit der Seite schon mal fertig. Dann geht es weiter mit den Vorbereitungen für die Spannelemente. So, nachdem die Anschläge jetzt dran sind, machen wir weiter mit dem Spannsystem, um die Baumstämme festzuspannen. Und da habe ich mir hier was bei Logosol abgeschaut. Das bauen wir jetzt mal hier dran. Ja, nachdem wir die Anschläge montiert haben, habe ich ja noch hier die Leisten angeschweißt für die Spanner, um den Baum festzuspannen. Und im Anschluss habe ich jetzt noch hier das Seil schon montiert für den Vorschub. Und den möchte ich jetzt mal ausprobieren.
So, da waren wir ja heute ziemlich erfolgreich. Wir haben die Anschläge montiert, wir haben die Spanner für die Baumstämme montiert, wir haben das Seil für den Vorschub montiert. Es läuft auch alles wunderbar. Vielleicht ein paar Kleinigkeiten nachbessern und noch alles sauber verschweißen. Und dann können wir beim nächsten Mal mit dem Sägen beginnen. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!